Willkommen zu einem neuen Video von Heimnetzwerk und WLAN-Hilfe.com. Heute möchte ich dir gern zeigen, wie du mit Windows 10 Hausmitteln wichtige Daten sichern kannst, ohne dass du ein zusätzliches Backup-Tool benötigst. Dazu begeben wir uns gleich einmal in die Einstellungen, wo wir diese Funktion finden. Und zwar klickst du mal auf das Windows-Startsymbol, dann auf das Rädchen für die Einstellungen. Hier begeben wir uns in den Bereich Update und Sicherheit. Und auf dieser Konfigurationsseite finden wir im linken Konfigurationsmenü einen Bereich Sicherung, den du bitte einmal auswählst. Wer schon länger mit Windows arbeitet, unter anderem auch schon Windows 7 genutzt hat, der kennt vielleicht noch die in Windows 7 integrierte Datensicherungsmöglichkeit, wo du die Möglichkeit hattest, verschiedene Ordner und die darin befindlichen Daten auszuwählen und diese dann über diese Sicherungsfunktion auf einen anderen Datenträger zu sichern. Damit hattest du dann immer ein Backup zur Verfügung, wenn du dieses benötigst. Nachdem also diese Datensicherung eine Weile unter Windows 10 nicht mehr vorhanden war, hat sich Microsoft nun entschlossen, diese wieder zur Verfügung zu stellen. Manchmal hört eben Microsoft doch auf seine Nutzer. Und diese Funktion findest du jetzt hier über diesen Link zu sichern und wiederherstellen, wechseln mit dem Hinweis auf Windows 7, wo es diese Funktion ja ursprünglich mal gab. Um den Sicherungsassistenten zu starten, klickst du jetzt hier auf diesen Link. Damit öffnet sich ein Konfigurationsfenster, das du auch über die alte Systemsteuerung aufrufen kannst. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, die Sicherung einzurichten. Dazu klickst du bitte mal hier auf Sicherung einrichten. Je nachdem, wie viele Datenträger du so in deinem Computer verbaut hast, kann das Einlesen dieser Datenträger einen Moment dauern. Hier hast du also die Möglichkeit, eigene Dateien zu sichern. Dabei ist es natürlich empfohlen, dass du einen zweiten Datenträger für die Sicherung nimmst oder besser noch einen externen Datenträger, wie zum Beispiel eine externe Festplatte, ein Storage-Gerät oder auch einen USB-Stick. Da dir hier in der Sicherung auch die Sicherung eines System-Images angeboten wird, ist es empfehlenswert, dass du genug Speicherplatz auf dem entsprechenden Datenträger hast, wenn du dieses mitsichern möchtest. Aber dieses ist nicht notwendig. Du kannst dann auch die Sicherung des Systemabbildes abwählen. Wenn du die Sicherung auf einem Gerät in deinem Netzwerk ablegen möchtest, dann kannst du auch hier über den Button in Netzwerk speichern die entsprechende Adresse angeben bzw. die Freigabe angeben, wo diese Sicherung abgelegt werden soll. Bei vielen wird dies jedoch nicht der Fall sein und du solltest dann den entsprechenden Datenträger hier auswählen. Hast du das erledigt, dann klickst du auf den Button Weiter und hier wählst du die Option Auswahl durch Benutzer, damit du detailliert festlegen kannst, was du sichern möchtest. Dann klickst du wieder auf Weiter, wählst jetzt hier deine entsprechenden Dateien aus, zum Beispiel deine Benutzerdateien und dann Dateien, die in Verzeichnissen liegen, die du gerne sichern möchtest. Möchtest du jetzt kein Systemabbild sichern, dann nimmst du diesen Haken hier aus der Option Systemabbild von Laufwerken einschließen heraus. Dieses wird dir übrigens nur angeboten, wenn der Datenträger auch genug Speicherplatz zur Verfügung hat. Ansonsten hättest du jetzt auch eine Meldung erhalten, dass der Speicherplatz auf deinem Datenträger, wo die Sicherung abgelegt werden soll, nicht für die Speicherung des Systemabbildes ausreicht. Hast du jetzt hier deine Auswahl vorgenommen, klickst du wieder auf Weiter. Dann wird dir nochmal eine Übersicht angezeigt, was denn alles so in deiner Sicherung enthalten ist. Wenn du möchtest, kannst du hier einen Zeitplan erstellen, wann diese Sicherung immer ausgeführt werden soll. In dem Fall ist es jetzt immer sonntags um 19 Uhr. Möchtest du die regelmäßige Sicherung ändern, dann klickst du hier auf Zeitplan ändern und nimmst entsprechend Einstellungen vor, die du hier gern haben möchtest. Dann bestätigst du deine Änderungen mit Klick auf OK. Und über den Button Einstellungen speichern und Sicherung ausführen startest du dann das Anlegen dieser Sicherung. Und das war es dann auch schon wieder alles. Du siehst also, es ist nicht unbedingt notwendig, zusätzliche Backup-Programme zu nutzen, da diese Backup-Funktion jetzt hier wieder unter Windows 10 eingebunden wurde. Natürlich haben
Programme, die speziell für das Anlegen von Sicherungen erstellt wurden, wesentlich mehr Funktionen, die du nutzen kannst. Aber hier für einfache Sicherungen sollte dieses Backup-Tool durchaus ausreichen. Wenn dir unser kleiner Tipp hier gefallen hat, dann würden wir uns sehr über ein Like von dir freuen und natürlich auch über einen Kommentar. Vergiss bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu drücken, damit du kein neues Video von uns verpasst. In diesem Sinne dann noch einen wunderschönen sonnigen Tag. Tschüss, Thomas von Heimnetzwerk und WLAN-Hilfe.com. So, das war's für heute. Bitte vergiss nicht zu liken, vielleicht einen Kommentar zu hinterlassen und natürlich ganz wichtig, den Abonnieren-Button klicken. Sonst könntest du ja eins von unseren neuen Videos verpassen. Ciao, bis zum nächsten Mal.